Willkommen Reisende. Wir sind zurück bei No Man's Sky. Wenn ihr Spaß habt und nichts mehr verpassen wollt, gern abonnieren und liken. Und nun viel Spaß. So, ab zur Basis. Die irgendwo da ist. Da hinten. So, perfekt richtig rumgelandet. Yay. Paar goldene Statuen, damit man weiß, wo man landen soll. Also, wo war Strom auf der anderen Seite, ne? Oh, springen doch nicht in einer Tour. Wasserstrom. Der Basiscomputer ist. Ja. Wo ist er? Dann werden wir einmal die Würfel anschließen. Können wir da wenigstens in die Pflanzen, also Biokuppeln schon Pflanzen anbauen. Da werden wir schon kein Gold finden. So. Werden wir jetzt hier, nein, da. So. Da müssen wir lang. Nachher bauen wir uns natürlich auch noch so ein Teil, das war, dass die Stromkabel verschwinden. Wie machen wir das? Hier wäre gerade. Schön außen lang legen. Neuenberg. Hat direkt alles Strom. So muss das. Habe ich hier eine Tür eingebaut? Nö. Auf der anderen Seite ist eine. Zwar nach unten. Der Portalseite. Gut. Dann machen wir hier eine auf der anderen Seite. So, mal gucken. Wir müssen hier aber noch. Da kommen wir hier vernünftig raus. Wir hier noch einen dran machen. So, eine Tür dran. Treppe. Kommen wir da vernünftig rein? So. Hier war schon ein Pflanzenraum. Also. Wie geht denn das jetzt hier? Das sieht aus wie Deko. Dann ist alles Deko. Ah, hier. So. Emeril haben wir natürlich nicht mit. Unser Frachter steht eigentlich nur dumm rum, ne? Nein, da.
Oh. Noch weiter weg ging wohl nicht. Habe ich den Müllfrachter nicht eingebaut? Scheiße. Wir haben auch kein. Und die Pflanzen halt später. Ganz einfache Sache. So, die Stützwände, Dächer haben wir. Und die wieder weg. Ein Stück mehr ran. So. So. Ein. Die waren ja nur, damit wir das Dach gerade bauen können. So. Andere Seite auch. Nur nicht das Falsche löschen. So. So, welche Seite ist denn jetzt? Da ist der Portaleingang. Geil, es leuchtet rot aus dem Fußboden. Cool. Also. Wände und Räume wären schon mal gut. Und die Leute müssen ein Schiffen da hinten kommen. Also Teleporter. Von hier bis da hinten reicht. Stimmt. Wo stellen wir den jetzt hin? Also, erstmal kommt da eine Wand hin. So eine. Verschiedene. Hier ist genau davor. Kommt hier Türen hin. So, die beiden Türen. So. Türen. Gibt es überhaupt so große Türen? Boah, das ist aber potthässlich. Es gibt nicht viele Türen. Sieht die denn aus? Holzwand, super. Die irgendwie anders nur färben. Frag mich ja, warum ich die ganzen Steinsachen auch alle freigeschaltet. Bin du so nirgends. Ja, denn das ist eine normale Tür. Dann immer so ein. Bauholztür. Oh, das kann man doch nicht vorne hinsetzen. Wir machen einfach
So. Ist ja fast wie zwei Türen. So. Das geht echt nur holzwarm. Das ist kurz. Ja. Nur ohne Fenster. Gibt echt keine kurze mit Fenster. Dann muss es eine Wand sein. Hier ist doppelt, da nicht. Hier ist doppelt, da nicht. Und die doppelten können wir wenigstens. Da hinten ist noch. So. Da kommt eine Wand mit Tür hin. Die da. So, da ist die Treppe. Oh Gott, das sind doch schon wieder Einzelne, ne? Drei. Da oder da könnt ihr Türen. Es gab ja auch eine kurze Tür. Hatten. Ja, jetzt findet das auch keine Tür. Macht ja sogar Türgeräusche. Ah. Ich hab's einfach in die Wand gesetzt. Das ergibt Sinn. So. Sommer. Das ist besser. Rein. Und so mal ein paar Fenster setzen. So. Großes. Was denn?
das kurze Stück Wand hin. So. Da müssen auch wieder kurz hin. Das auch. Da müssen wir uns wenn noch mal was anderes überlegen. So. Hier könnte zum Beispiel, wenn noch eine Tür hin. Es gibt ja diese kleinen, aber direkt daneben ist ja auch doof. So. Wo trennen wir das eigentlich ab? Dass das Portal so einen eigenen Raum hat. Ja, gut. Und dann irgendwie hier so, so. Gucken, wie wir das hinkriegen. Also, was gibt's denn Schönes? Was für Farben können wir denn da nehmen? Boah, ist nicht deren Ernst. Oben, Mitte. Wo war's vielleicht? Das gibt's auch mit Fenster. Dann wie groß machen wir den Portalraum? So. So, dann na, mal, gibt's das in halb? Ja, gibt's in halb. Mitte. Selbe Farbe. So. Dann. Ein vom Portal weg. Ah, geht auf der Seite gar nicht so nah. Ist ja ärgerlich.
Also nehmen wir die da. Aber das ist mal die kurze. Die andere Farbe. Sowas. Sag bloß, das geht nicht, weil die ganzen Sachen da oben stehen. Ja, da geht's. So. Eigentlich hier. Aber da hört die Platte nicht auf. Ich habe eine Idee. Wir nehmen einfach da drüben die Platte. Tauschen die mit kleinen Platten. Und nicht so nah dran stehen. So. Nee, da. So C. Welche ist denn das jetzt? Also. Wie ist das? So. Jetzt müssten wir ja die Wand eigentlich bauen können. So. So. Also, wie viele haben wir denn? Eine quer. Und dann die Glasdinger. Bogen nach außen, Glas. Gut. Tada. So. Ach nee. Also wir könnten noch. So, dann guckt man doch genau drauf, wenn es sich öffnet. Oder können wir lieber wo was? Was will das eigentlich? Schwarze Fenster oder wie? Wenn wir hier eine Wand machen, kann aber noch eine Bodenplatte hin. Geht das überhaupt? So. So, dann machen wir das hier drüben auch. Ja. Ah, jetzt. Wir wollten die nicht platzieren. So. Da jetzt erstmal eine Bodenplatte hin, sonst vergessen wir das. So. Üben. Um zwei hin. Dann eine kurze Wand. Aus Mahagoni. So, dahin. Drüben haben wir das nicht. So. Ah, dass da aber gefährlich ist. Bauen wir da jetzt eine Wand hin.
kann natürlich keine bis ganz ranbauen. So. Machen wir das auch. Geht das mit einer kurzen? So. 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 Unser Torraum. Kann natürlich rausgehen. In einen der anderen Räume, die noch nicht existieren. Ah, es gibt auch Licht. Kann man den antiken Torraum bewundern. Damit man das von jeder Etage machen kann, ziehen wir die Glaswände bis nach ganz oben. Fraglich, vielleicht ändern wir die zu denen hier. Und erst darüber machen wir die. Weil unten am Boden ist ja gefährlich und so. Das kann man eigentlich mal machen. So, das duplizieren wir. Aus dahin. So. So. Ja, wie hoch bauen wir eine Etage? Am besten nicht nur eine Wand hoch, sondern zwei. Aber erst einmal speichern. Oh, es abschmiert. So, also zwei Wände hoch. Und dann Boden. Den täuschen wir nur an mit einer Platte. Und zwar, weil sonst müssten wir direkt Licht einbauen und unten könnten wir dann nur weiterbauen, wenn wir da auch stehen. Mach das doch in Mahagoni. So, da kommt eine Kurze hin. So. So. Ja, aber... Ah, jetzt da drauf erst die Decke kommt. Da eigentlich auch keine Fenster. Und dann immer nur in der Etage, in der man... steht. Weil das hier oben ist ja jetzt gar keine Etage. Da kommt jetzt an die Decke rüber. Vorne? Hier? So. Ah. Kann ich nur unten gegenlaufen. So. Kurzen in Mahagoni. So. So. Hier und da. So, was für ein Boden nehmen wir. Der hier ist im Untergrund sehr gut für Fabriken und so, aber in seinem Haus könnte man ja ruhig vorher nehmen. Man darf Farben wählen. Auch Mahagoni? Ja. Aber es könnte dann ein bisschen dunkel sein, oder? Wir haben doch gerade Licht. Lass doch mal hier einfach. Setz doch da mal eine Platte hin. So, jetzt stellen wir uns auf die Wand. Oder auch nicht. Und ändern wir die Farben. So, irgendwas hell. Kiefer, Gold und Eiche. Jetzt legt die doch jetzt hier wieder mal ab.
Ist jetzt nicht gerade heller. Geht das vielleicht nicht heller? Welch Kiefer? Eiche vielleicht das hellste? Das sieht da exakt gleich aus. Dann können wir auch teures Mahagoni verwenden. Ganz einfach. Ja. Na, so ist okay. Irgendwie ist die Tür ganz schön nah. Wir können nicht. Hier geht's leider nach oben. Cool, selbst hier geht das Licht an. Das ist geil. Oh, das kriegen wir aber schön hin. So. Also wir nehmen Mahagoni-Fuß. Warte, es gibt auch Eiche-Rot. Sieht das aus? Ja, gut, das hat alles dieselbe Farbe. Also fällt das nur bei Wänden auf. Und so. Nennen wir das, nur damit wir es wissen, trotzdem in Mahagoni. So. Also, da kommt eine Decke rein. Wir machen nur nach die Wände jetzt hier und nach oben. Das ja, wegen dieser halben da. So. Muss dann da halt eine kleine hin. Dann passt das wieder. Da passt sogar eine ganze hin. Oder wir nehmen eine halbe. Ziehen hier eine Wand hoch dann. Von der Breite her ist es ja eine ganze. Ja, ist ja eine ganze. Dann können wir da eine Wand hochziehen. Und hier mal eine kleine. So. 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 Weiter den Fußboden auf der Seite hier verlegen. So. Dann hier. So, passt das jetzt da unten überhaupt? Ja, passt. Machen wir hier auch eine. So. Und jetzt gehen wir dann in die zweite Etage. Da könnten wir jetzt ja eigentlich die verwenden, aber. Sind die nur halb hoch oder wie? Also kleine Fenster mit Lüftungsschlitzen. Okay. Können wir ja mal kurz hinstellen. Nein, ja, kein Mahagoni.
Nicht zum. Ja, war ja klar. Das scheint egal zu sein. So. So. Da drüben. Haben wir lange von dem Grau, ne? Nee, Das war jetzt aber. Ah, nicht zum. Ich mag das an die Stelle bauen nicht. Genau. Da wollten wir zur Erinnerung eine Wand setzen. Haben wir auf der Seite hier Leiter vergessen. Da. Die Frage, wenn das da so komische Lüftungsschlitze hat, wie macht man jetzt die obere Hälfte der Wand? So, damit das gleich aussieht. Schöne Mahagoni. Also ganz mit Schlitzen. Scheint es ja nicht zu geben. Ja, dann werden wir. Ja, wenn wir das schon unten haben, dann werden wir es wohl oben auch machen. So. So, dann kommt da wieder eine Decke drauf. Oder ein Boden, Decke, kann man ja sehen, wie man will. So. Dann haben wir auch schön hohe Decken. Wann das jetzt hier schon wieder? Müssen wir jetzt wieder die kleinen. Können wir die wenigstens duplizieren? Ja, das geht. Oh. Ah, ja, da. Und da komme ich hin. Ist da drüben? Hm, der will mal unten hin. Das halt so. So. Ah. Da an die Wand. Nein, hier. Oh, da. Das geht für nicht zu duplizieren, war ja klar. Wir müssen. Da. Da brauchen wir das auch. Da. Also nicht schlecht. Paar Lämpchen dann drin und sowas. Jetzt in der Etage drüber. Ich weiß gar nicht. Eigentlich könnte man das, wenn man hier so lang geht. Sieht auch gut aus, dann. Oder wollen wir den Blick versperren? Ja, da oben ist ja nicht gefährlich, also eigentlich. Da dann auch das Fenster. Wie ist woanders jetzt hier? Glaube, das da. Ja, das sah aus. Auf Mahagoni. So. Licht durchflutet und so mit einem geilen Portal.
Ja, ist doch schon cool. So. Das hier, das und dann auf Mahagoni ändern. So. Jetzt hier noch. So. Den Fußboden. E. Genau. So. Wir können da jetzt. Können wir die hier nehmen? Und auch die, die scheinen ja. Weil außen die sind dreckig, die Scheiben. Aber innen die scheinen alle sauber zu sein. Also liegt das an innen und außen? Oh, ah. Hier sieht man das auch noch. Aber ja. Jo. So. Was denn? Aha, okay. So. Ich glaube, es hier, ne? So, dann kommt da wieder die Innenwand. Wollen wir das mit den Lüftungsschlitzen weitermachen? Ist wie ein Klimaanlagensystem, ne? Und da man keine Klimaanlage reinbauen kann. Weiß gar nicht, wie hoch wir gebaut haben, also wegen wie viele Etagen wir einbauen müssen. Müssen wir gleich mal gucken. So. Drüben muss wieder eine normale Wand hin, auf beiden Seiten. Wieder Mahagonin. So, so. So ein bisschen können wir noch. Ja. Irgendwie so, dass die Decke halt nicht diese Würfel sind. Aber auf die Seite hier habe ich eine ganz normale Decke gebaut, also. Also, wie man sieht hier, ganz normale Dachplatten. Und nach außen wollen wir dann immer ein gerade, ein schräg. Nur halt nur bis zum bis zur äußersten Wand. So ungefähr. Weil das Dach muss ja auch nicht unnötig weit nach außen gehen. Und hier werden wir wohl einen Harzweg drum bauen oder so. Mal sehen. So. Jetzt dürfen wir wieder Fußboden, weil wir sind bei 2 hoch. So. Hier, nein, na. Hätte der mal die Güte, das hier oben zu machen? Dann arbeiten wir uns von unten nach oben. Mit dem ganzen Fußboden und, oder im Prinzip Decke. Ja, hier war ja wieder was. Oh. Ah, da. Da sollst du die. Doch, die. Nein.
Die Fußbodenplatte hier oben in. Aha. Eingelegt habe ich. Also die Ecken sind schwierig. So. Da drüben. Aha. Uiuiui. Und das ist nur der Fußboden. Das ist doch jetzt hier. Man muss nur aufpassen, nicht, wenn man drückt und dann ist sie nicht da, wo sie hin soll, muss man sie erstmal wiederfinden. Ich habe da irgendwie die Wand vergessen. Na super. Aber eine kurze mit Fenster hatten wir ja nicht, ne? Das war's ja. Mussten wir ja die hier nehmen. Aber wir können die hier nehmen. Kannst du mal sehen. Mit den Lüftungsschlitzen. Sie ist nicht aus Mahagoni. Nein. So. Gut. 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 Okay. So. Und dann machen wir ja das mit den Fenstern. Kann man ja eigentlich so lassen. Aber dann könnten wir hier Hotelzimmer draus bauen oder so. Arschteure Hotelzimmer. Ach, das steht so nah am Portal, das können wir nicht duplizieren. Naja. Das machen wir dann. Gleich weiter. Kurz Moment. Nein. Okay. So, ich bedanke mich vielmals fürs Zusehen. Wenn ihr Spaß hattet und nichts mehr verpassen wollt, gern abonnieren und liken. Ansonsten bis zum nächsten Mal.